Ja, herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Okay, also ich soll einen Vortrag halten über Open Education, Open Science bei eTeaching.org. Da habe ich mir gedacht, es fühlt sich so ein bisschen an, wie Eulen nach Athen zu tragen. Und ja, ich muss mir wirklich Gedanken machen, was ich heute erzähle. Und ja, ich habe eine Entscheidung getroffen. Und zwar werde ich nichts erzählen über abstrakte Modelle und Theorien von Open Education, Open Science, weil ich glaube, da sind solche Eulen. Ich werde auch nichts erzählen über einen gemischt Warenladen an Werkzeugen, also ich werde nicht erzählen, welche Werkzeuge man unbedingt einsetzen sollte, wenn man Open Science oder Open Education machen möchte. Und ich werde auch keine Visionen erzählen über, wie die Zukunft des Lernens aussehen sollte oder wie sie wahrscheinlich aussehen wird. Sondern ich habe mich entschieden, auf dem Teppich zu bleiben und ja, einfach ein paar pragmatische Gründe anzugeben, warum ich als Wissenschaftler, als Lehrender und als Forschender öffentlich arbeite. Also warum ich Open Education und Open Science betreibe. Ja, es geht um Lehre und um Forschung. Und vielleicht kurz noch eine Bemerkung vorab, bevor ich zu den Gründen komme. In meinem Arbeitsfeld und wahrscheinlich auch in dem von Ihnen ist Lehre und Forschung natürlich sehr stark vernetzt, weil Lehrprozesse und Lernprozesse nicht nur in der Lehre stattfinden, sondern ebenfalls hier auf dem Mikroskop liegen. Ja? Also sie sind die Forschungsobjekte auch. Und da gibt es natürlich ganz viele Vernetzungsmöglichkeiten. Ne? Die Lehre ist nicht abgekoppelt von der Forschung irgendwo, also man forscht nicht in ganz anderen Bereichen als in denen, in denen man lehrt, sondern letztlich können auch die eigenen Lehrveranstaltungen zum Forschungsobjekt werden, beispielsweise wenn man Aktionsforschung betreibt und seine eigene Lehre beforscht. Da gibt es ganz viele Vernetzungsmöglichkeiten und ja, das als Hintergrund jetzt für die Beispiele, die ich gleich bringen werde. Ja, ich erwähne vielleicht auch nochmal kurz, in welchen Umgebungen ich arbeite. Da gibt es zum einen die Weblogs. Ich habe einige Weblogs, in denen ich, wenn ich so Gedanken habe, wo ich sage, das müsste ich mal aufschreiben, dann schreibe ich einen Weblog-Artikel oder schreibe über meine eigene Lehre, die Ideen, die ich habe oder Erfahrungen, die ich gemacht habe. Dann arbeite ich in Wikis, stelle dort multimediale Lernmaterialien zusammen für die Studierenden oder führe Stichpunktlisten, schreibe eigentlich alles, was ich nicht in Blogs schreibe, schreibe ich in die Wikis rein. Dann über Twitter versuche ich Aufmerksamkeit zu ziehen auf diese Seiten, also auf Weblog-Artikel, auf Wiki-Seiten, auf Arbeitsumgebungen. Per Twitter versuche ich sozusagen die Aufmerksamkeit auf diese Seiten zu ziehen und Leute anzulocken, die dort mitmachen. Und nicht nur auf Twitter, sondern Facebook, Google Plus und so weiter und so weiter. Dann hat sich jetzt eine Arbeitsgruppe gebildet, die Playgroup Heidelberg, unter dem Motto Forschung muss Spaß machen. Wir arbeiten auch relativ öffentlich und bloggen und twittern und haben auch ja, Wiki-Seiten, in denen wir gemeinsam mit anderen arbeiten. Und ein Beispiel auch für die Öffnung von Lehre ist, ich zeichne meine Vorlesungen auf und stelle sie auf YouTube. So. Ja, jetzt kann man sich fragen, warum? Ne? Also all das könnte ich auch offline machen. Warum mache ich das online? Und ich habe Ihnen jetzt 10 Gründe mitgebracht, zwar wirklich sozusagen hemdsärmelige, pragmatische Gründe, warum ich das mache und warum das für mich sinnvoll erscheint. Der erste Grund ist Murmeltiervermeidung. Ja, Murmeltiervermeidung, jeder kennt Murmeltiere. Täglich grüßt das Murmeltier, in der Hochschule ist es eher semesterweise grüßt das Murmeltier. Ne? Jedes Semester, Modul 1, Einführung in die Mathematik, was ist Mengenlehre, was ist Algebra. Wenn man das Semester für Semester macht, wird es irgendwann langweilig. So. Wie kann man das vermeiden? Wie kann man diese Langeweile vermeiden? Also, dass man immer wieder, na, also am Anfang ist es noch interessant, wenn man eine Veranstaltung mehrfach macht, dann versucht man das didaktisch zu optimieren und so weiter. Aber irgendwann wird es tatsächlich Routine und man merkt, wenn man in die Routine reinkommt, dann ist man noch nicht mehr so begeistert dabei und dann begeistert es auch die Studierenden nicht. Jetzt ist, glaube ich, nee, geht. So. Schon wieder aus. Test, Test, jetzt geht's wieder. Ja, was mache ich? Ich zeichne meine Vorlesungen auf und stelle sie auf YouTube, um sie nie wieder halten zu müssen. Also, ne, wenn ich eine Mathematikvorlesung aufgezeichnet habe, auf YouTube gestellt habe, werde ich diese Vorträge nicht mehr halten. Ist ja Quatsch, sondern das kann sich jeder ansehen, das steht ja dort, sodass ich
Sie haben es vorhin gerade eben erwähnt, per Flipped Classroom oder Inverted Classroom auf einmal die Möglichkeit habe, 90 Minuten in der Lehrveranstaltung mit den Studierenden über die Inhalte zu sprechen. Wir können darüber diskutieren, wir können vertiefte Fragen beantworten, wir können andere Themen besprechen, wir können Aufgaben gemeinsam bearbeiten. Und das alles wird möglich, weil ich die Vorlesung befreit habe von 90 Minuten Vorträge, die ich jedes Semester halte. Und für mich persönlich ist es wesentlich spannender, weil ich nicht immer das Gleiche mache, sondern jede Sitzung ganz anders verläuft, je nachdem, wie die Studierenden miteinander interagieren. Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Strategie, Langeweile zu vermeiden. Ja, also einfach das, wenn man denkt, okay, das, was ich gerade erzähle, das müsste ich eigentlich wahrscheinlich in Zukunft noch öfter erzählen, dann zeichne ich es einfach auf und dann muss ich das nicht. Ja? Also wenn ich zu Hause sitze, das muss jetzt auch nicht unbedingt im Hörsaal sein hier, sondern wenn ich zu Hause sitze und mir eine Erklärung zurechtbastle und den Eindruck habe, dass diese Erklärung häufiger mal relevant ist, dann zeichne ich sie auf, weil dann muss ich sie nur einmal halten. Genauso wie diesen Vortrag hier, deswegen habe ich diese Technik mitgebracht, deswegen bin ich auch so bewaffnet. Den zeichne ich jetzt auf. Den habe ich jetzt einmal vorbereitet, für heute zeichne ich auf, brauche ich nie wieder halten. Folien können Sie auch haben, brauche ich nicht mehr. Ja, gut, da könnte man auch sagen, warum jetzt ganz öffentlich, das könnte man auch ins Intranet stellen oder auf Learning Management System und so weiter. Naja, man ist natürlich viel flexibler, wenn die Dinge einfach im Web stehen. Man kann von überall mit allen Medien darauf zugreifen, ohne irgendwelche Beschränkungen. Wenn eine E-Mail kommt und jemand sagt, ich habe hier eine Frage und ich weiß, die Erklärung habe ich schon mal gegeben, brauche ich einfach nur den Link zu schicken. Ich muss nicht irgendwelche Zugangsdaten mitschicken oder so, sondern einfach den Link, hier ist die Erklärung, falls es noch Fragen gibt, einfach nochmal melden. Ja, und man kann mit anderen Endgeräten, also mit jedem Endgerät kann man darauf zugreifen. YouTube ist die Plattform, weil ich halt wirklich mit jedem Endgerät auf diese Videos zugreifen kann. Das ist jetzt mal aufgenommen hier in der PA Heidelberg, da bin ich den Gang lang gelaufen, habe mich selbst reden gehört, was irgendwie komisch war. Ja. Und da habe ich gesehen, dass die Studierenden hier mit Matheaufgaben saßen und parallel einfach nochmal in ein YouTube-Video reingeguckt haben, um sich nochmal was zu vergegenwärtigen, was in dem Video erklärt wurde. Also eine Nutzung stelle ich mir vor, dieser Medien. So, Grund Nummer zwei ist die Kleiderschrankfrage. Also, hier sehen Sie ein paar Wiki-Seiten, in denen ich Multimedia-Materialien arrangiert habe für die Lehre. Folien, Vorlesungsaufzeichnungen, Quizaufgaben, Texte und so weiter und so weiter. Alles wird da zusammengestellt. Was mache ich hier? Beim ZUM-Wiki, Zentrale für Unterrichtsmedien, ist ein Verein, der ja so eine Plattform zur Verfügung stellt, insbesondere für Lehrerinnen und Lehrer, aber auch für alle anderen, die an Bildungsprozessen interessiert sind. Und dort arrangiere ich meine Lehrmaterialien. Und zwar ist es relativ flexibel. Wer mit Wikis arbeiten kann, der weiß, man kann einfach in Code reingehen und ein Stück rausnehmen und kopieren und woanders reinkopieren und dann wieder eine neue Seite erstellen aus Inhalten, die es bereits gab. Deswegen auch die Kleiderschrankfrage ist so ein bisschen so, wie wenn Sie morgen in den Kleiderschrank gehen, morgens aufmachen, sagen, was ziehe ich denn heute an, was passt denn heute gut zusammen. Ja? Genauso können Sie jetzt am Abend vorher vor der Lehrveranstaltung dann das Wiki aufmachen, sagen, was bastle ich mir jetzt zusammen von all den Dingen, die ich habe. Und dann stellen Sie es zusammen und dann kommen Sie mit einem neuen Arrangement in die Lehre hinein. So. Und das Praktische ist natürlich, dass das alles einfach online da vorliegt und wenn man das eine Zeit lang macht, dann hat man irgendwann so ein richtig großes Repertoire an Medien und Materialien, die sie flexibel zusammenstellen können. Das ist natürlich toll. Ne? Und auch das ist sinnvoll, das wirklich öffentlich zu machen und nicht in Learning-Management-Systemen oder so, wenn ich daran denke, dass ich in verschiedenen Lehrveranstaltungen, in verschiedenen Semestern unterschiedliche Materialien habe, die ich jetzt wieder neu aggregieren will und dann das aus irgendwelchen Kursen rausziehen muss oder hochladen und so weiter. Dann ist es wesentlich einfacher, es ist einfach alles da und ich kann es zusammenstellen. So, der dritte Grund ist, ich habe es mal mit Gehirn-Extension überschrieben. Es kommen immer wieder Themen auf in der Lehre, die man sich als Dozent einarbeiten muss. Hier zum Beispiel Thema fleißiger Biber, das heißt wirklich so, ja, das ist in der theoretischen Informatik ein relativ schwieriges Konzept. Also mir fällt es relativ schwer, also ich muss mich jedes Jahr immer wieder da einarbeiten und eindenken, wie war das nochmal? Habe das jetzt 3 Jahre gemacht und jetzt habe ich mich entschieden, es einfach mal aufzuzeichnen, damit ich mich im nächsten Jahr nicht wieder einarbeiten muss, sondern ich zeichne es heute auf, damit ich es mir selbst im nächsten Jahr wieder erklären kann. Also im nächsten Jahr setze ich mich hin und höre mir mal zu, was ich damals so gedacht habe. So. Und das stelle ich natürlich auch online und es hat folgenden Hintergrund. Wenn ich es online stelle, zeichne ich es ja nicht für mich auf, sondern für andere. Das heißt, ich muss es wirklich einmal gründlich durchdenken, das Ganze didaktisch wirklich gut aufbereiten und dann online stellen, dann haben andere was davon und ich in einem Jahr auch. Also meine Message von heute an mich in der Zukunft sozusagen, die wirkt dann auch. So, Grund Nummer 4 ist Josef Hutzel.
Das ist Josef Futzel, also tatsächlich Josef Futzel. Ich habe ihn um ein Bild gebeten. Josef Futzel ist Fernfahrer und ist auf meine Videos gestoßen. So, und hat sich mit Mathematik befasst, hat ein paar Videos reingeschnuppert. Und er fährt LKW und hat mich angeschrieben, hat gesagt, ja, immer wenn er irgendwie LKW fährt oder manchmal denkt er über Zahlen nach, über Mathematik, Kopfrechnen einfach so während der Fahrt. Und er hat ein Verfahren entwickelt zum Quadrieren von Zahlen. So, wie ihm das Quadrieren von Zahlen einfällt, 43 mal 43, findet er kompliziert. Im Kopf auszurechnen hat er ein Verfahren entwickelt, hat mir das Beispiel gemailt, hat mir zwei, drei andere Beispiele gemailt und hat mich gefragt, ob das denn stimmt oder nicht. Ne? War sich ein bisschen unsicher und wie das mit Formeln aussehen würde. Und ich habe mir das angeguckt und es stimmt tatsächlich. Ne? Also er hat tatsächlich ein Verfahren entwickelt, wie man Zahlen einfach quadrieren kann. Okay, dieses Verfahren gibt es in anderen Formen schon, aber er hat das für sich selbst entwickelt. Ne? Und das ist natürlich eine großartige Leistung. Also Josef Futzel als Fernfahrer auf der Autobahn entwickelt ein mathematisches Verfahren. Das ist toll. Also das ist wirklich eine grandiose Sache. Ne? Und deswegen habe ich, also an sich das ist schon grandios, ne? Dass man sozusagen über diese Open Educational Resources, die man ins Internet stellt, dann Leute anregt, sich mit Mathematik zu befassen. Also wobei, bei ihm bin ich mir sicher, er hätte sich auch so mit Mathematik befasst, aber er hat sozusagen sich mit bestimmten Themen dann befasst und hat mich kontaktiert und hat dieses Verfahren mir gemeldet, sodass ich darüber geblockt habe. Ne? Ich habe das Josef-Futzel-Verfahren genannt. So. Und das habe ich da beschrieben und mit einer gewissen Intention, nämlich dieses Wissen, dieses Verfahren einzuspeisen in meine Netze und sozusagen als Impuls reinzugeben. Und das hat auch gewirkt. Das war übrigens jetzt neulich erst, das war am Samstag oder so. Was ist passiert? Dann kam gleich über Twitter der Frandewohl und hat gesagt, ich habe mir hier mal überlegt, warum das funktioniert, das Verfahren, und hat hier ein Bild gemalt. Und bei Facebook habe ich von Rainer Griese die Nachricht geschickt, ja, sehr schön, der Herr Hutzel im großen Garten der Geometrie, kann man sich nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken und so weiter. Ich habe mir das auch mal veranschaulicht und funktioniert. So. Was irgendwie erstaunlich ist, wenn man darüber nachdenkt, dass man über ins Internet und so, wo man denkt, alle Leute sitzen nur rum und surfen und entertainen sich selbst und so, ne? Dass man durch solche Impulse Leute dazu bringt, sich mit Mathematik auseinanderzusetzen, Verfahren zu entwickeln, Bilder zu posten und gemeinsam Wissen zusammenzutragen zu diesem Thema. Ich habe das Ganze auch noch in meine Lehre gebracht, in meine Offline-Lehre sozusagen. Ich habe jetzt, gestern war das erst, habe ich gesagt, also hier der Josef Futzel hat ein Verfahren entwickelt, Aufgabe an Studierenden, beweisen Sie das bitte. Ja, dann haben Studenten sich hingesetzt und das Verfahren bewiesen. Hier ist der Beweis von Verena Frank und Jonas Meyer an der Tafel, der Hutzel-Beweis. Ja, das habe ich auch gleich dem Herrn Hutzel wieder gemailt und so weiter. Und da wird sozusagen, wird einem deutlich, was man eigentlich, also welche Rolle man als Dozent eigentlich immer mehr einnimmt. Also ganz klassisch nicht die des Wissensvermittlers, ja, sondern ich begreife mich eigentlich mehr als das, was Jean-Paul Martin mal folgendermaßen formuliert hat, als Organisator kollektiver Wissenskonstruktion, wenn man so will. Ja? Also ich organisiere und manage sozusagen die kollektive Wissenskonstruktion, die Wissenskonstruktion in einem sozialen System von miteinander vernetzten Menschen. Und meine Aufgabe ist, das Ganze zu begleiten, einen Rahmen zu geben, Impulse zu geben, anzustupsen, zu gucken, guck mal, der hat da was gesagt, willst du das nicht beweisen und so. Ja? Und dem dann einen Beweis zu schicken und die Menschen miteinander zu vernetzen und zur gemeinsamen Wissenskonstruktion anzuregen. Und das funktioniert ganz gut, das ist ein Beispiel. Ne? Und das ist auch nicht kein alltägliches Beispiel, sondern ein besonderes Beispiel, aber in die Richtung, stelle ich mir vor, geht das weiter. Und in die Richtung wollen wir auch mit unserem MOOC arbeiten. Also wir wollen jetzt keinen MOOC machen im Sinne von X-MOOC, wir stellen die Videos online, sondern wir wollen die Online-Studierenden mit unseren Offline-Studierenden vernetzen und die zur Interaktion über Mathematik bringen, genau solchen Verfahren. So. Grund Nummer 5 ist Professor Brenner. So, steht jetzt auch mal exemplarisch für Mathematikprofessoren. Ja? Er ist an der Uni Osnabrück und hat sich meine Videos angeguckt, weil er dachte, er will die einsetzen. Und dann hat er gemerkt, dieses eine Video nicht. Jetzt hier beweist er das Hauptsatz der elementaren Zahltheorie, weil er gesagt hat, da ist ein Schnitzer drin. Da ist ein richtiger Fehler drin. Und dann hat er mir gemailt, ganz vorsichtig und lieb, hat gesagt, also da ist ein Schnitzer drin, das kann man so nicht stehen lassen. Und er mailt mir das aber, weil, seien wir mal ehrlich, man will ja nicht, dass diese Fehler öffentlich diskutiert werden. Ja? Und ich habe mich bei ihm bedankt, dass er mir diesen Fehler gemailt hat. Und mein Anliegen ist aber genau, dass diese Dinge tatsächlich auch öffentlich gemacht werden.
Ja? Deswegen habe ich jetzt Folgendes gemacht, das sieht man ein bisschen schlecht. Ich habe jetzt in das YouTube-Video hier reingeschrieben, eieiei, Herr Spannagel, woher wissen wir denn das? Das Lemma von Euklid haben wir doch gar nicht bewiesen, also schnell nachholen. Ja? Also deutlich gemacht, ich habe damals in der Vorlesung einen Fehler gemacht. Das passiert tatsächlich häufiger, als man denkt. Ne? Also auf YouTube wird ja gnadenlos kommentiert, da wird dann reingeschrieben, oh, da scheint aber ein Fehler zu sein. Und dann kommentiere ich das so in das Video rein, weil die Leute natürlich nicht immer irgendwie die Kommentare durchlesen. Da wird dann reingeschrieben, oh, da ist ein Fehler. Toll ist auch, hier ist ein Fehler, welcher? Ja? Dass man nicht nur das Video anguckt, sondern tatsächlich auch zum Detektiv wird. Oh, da hat er jetzt einen Fehler gemacht. Wo war denn der Fehler? Finde ich den Fehler? Ja? Klar, und was verdeutlicht man dadurch? Man verdeutlicht, dass man als Mathematikprofessor jetzt nicht unbedingt der Gott da vorne ist, der Mathematik kann und keine Fehler macht, sondern es ist ganz normal, Fehler zu machen. Wir machen alle Fehler. Ist ein Fehler, lass uns konstruktiv mit umgehen, korrigieren wir es gemeinsam. Ist nicht tragisch. Ne? Also es wird sozusagen ein bisschen diese Distanz genommen zu der kann Mathe, ich bin doof, ich kann keine Mathe und so. Ne? Sondern alle machen wir Fehler. Und wir als Wissenschaftler können doch eigentlich als gutes Beispiel vorangehen, wenn wir schon immer in den Lehrveranstaltungen predigen, wir wollen eine Fehlerkultur haben und Lernkultur, die auf Fehlern basiert und so weiter, dann sollte man auch eigene Fehler zugeben und warum nicht öffentlich? Ja, ich meine, es ist ja nichts dabei, so einen Fehler zu machen. Und hätte ich das nicht gemacht, hätte ich diese Vorlesung wahrscheinlich jetzt über Jahre lang genauso weitergehalten, den Fehler immer wieder gemacht. Ne? So, Grund Nummer 6 ist Denkdruck und rauer Wind. Jetzt gehen wir mal von diesen Videogeschichten weg in Weblog. Ich verwende meinen Weblog häufiger, um Dinge, die einem so lose im Kopf rumschwirren, einfach mal auf den Punkt zu bringen. Ne? Also sozusagen mal zusammenzufassen und für andere aufzuschreiben. Und dieses Aufschreiben, das bewirkt, dass man nochmal vertieft drüber nachdenkt. Also das Denken durch Schreiben sozusagen oder der Blog als Denkwerkzeug. Ich schreibe und während ich schreibe, muss ich meine Gedanken nochmal strukturieren. Dann komme ich auf die Idee, ah, da müsste ich eigentlich mehrere Punkte machen. Dann merke ich, oh, da fehlt ja noch ein Punkt und so weiter. Ne? Also man entwickelt sozusagen die Gedanken beim Bloggen. Dieses Blogschreiben erzeugt so eine Art Denkdruck, weil man ja, und man muss auch noch einfach darstellen, also weil ja alle möglichen Leute das lesen, jetzt nicht unbedingt Fachexperten oder so. Und das hier ist ein Blogbeitrag zum Thema Hörsaalspiel. Wenn wir Inverted Classroom machen, haben wir 90 Minuten Zeit und eine Möglichkeit, diese 90 Minuten in einer Phase zu füllen, ist, man spielt ein Spiel mit den Studierenden im Hörsaal. Das ist grandios, macht Spaß und so weiter. Und da haben wir hier ein Hörsaalspiel beschrieben, Ring the Bell. Das wurde entwickelt von Jana Spannagel, das ist eine Studentin von mir, die nur zufällig so heißt wie ich, also nicht verwandt, ist ganz witzig. Hörsaalspiel, genau, Ring the Bell, also man hat zwei Gruppen oder mehrere Gruppen, die müssen irgendwie in Wettbewerb treten, man gibt eine Matheaufgabe, die Gruppe, die zuerst fertig ist, rennt nach vorne, drückt die Glocke, dann wird gemeinsam verglichen und es gibt Punkte und dann geht es in die nächste Runde. So, ganz kurz mal beschrieben. Daraufhin habe ich eine Kommentar gekriegt von Michael Gieding. Michael Gieding ist ein Kollege von mir in der PA Heidelberg, sitzt direkt im Büro nebenan, ist auch mein Kollege, mit dem wir jetzt den MOOC-Wettbewerb bestreiten. Und der ist einer meiner größten Kritiker im Blog. Ja, früher habe ich mal geschrieben, Blog gibt es eine Lobhudelei, alle Leute sagen, ah, super und so weiter. Und I like und Like-Button gedrückt und alle finden alles toll. Das haben wir kritisch diskutiert über einen langen Zeitraum in meinem Blog und in ähnlichen Umgebungen. Und Michael Gieding ist einer derjenigen, die immer sehr deutlich seine Kritik äußert. Und zwar ist das wichtig auch. Und ich bin dankbar für deutliche Kritik in Blogs. Ja, so ein Schulmeister hat es auch mal kritisiert, dass im Wissenschaftsblog eigentlich keine echte Diskussion stattfindet. Und wir versuchen, das zu tun. Und Michael Gieding hat hier kommentiert, die Aufgaben auf den Folien, ich hatte Folien da reingestellt, sind schlecht, um nicht zu sagen grottenschlecht. Und hat es dann begründet. Und Christians Ansatz, die Lösung der von ihm angeführten konkreten Aufgaben mit Wettbewerbscharakter zu belegen, ist aus meiner Sicht didaktisch äußerst unklug. Da sitzt man dann abends da, 23:30, liest diesen Kommentar und schluckt erstmal so, oh Gott, ja. Und dann wird man aber durch diese Heftigkeit auch zum Nachdenken angeregt. Und letztlich hat es dazu geführt, dass ich sagen muss, er hat recht, dass man in der Phase, in der wir dieses Spiel gespielt haben, eigentlich dieses Spiel nicht hätten spielen sollen. Nämlich dann, wenn die Studierenden das Verfahren noch nicht richtig beherrschen, gleich auf Geschwindigkeit zu gehen, verführt Studierende dazu, entweder deprimiert zu sein, weil sie es nicht lösen können in der Geschwindigkeit, oder sie eignen sich verkürzte oder schlechte oder falsche Verfahren an, aufgrund, weil sie schnell sein müssen. Ja? Also erstmal lieber üben und solche Spiele dann am Ende einer Lernphase einsetzen und nicht gleich während das Verfahren noch überhaupt nicht richtig geübt wurde. So, Grund Nummer 7, Crowdthinking habe ich es mal überschrieben.
Ich sollte neulich mal einen Artikel schreiben für die Zeitschrift Pädagogik zum Thema muss man eigentlich nichts mehr wissen. Also, die übliche Vorstellung, wir haben jetzt Internet, wir können uns Wissen ergoogeln, ja, und wenn man das kann, dann muss ich ja eigentlich gar nichts mehr wissen, sondern ich brauche einfach nur irgendwie so weiche Kompetenzen wie Sozialkompetenz und Teamfähigkeit, okay, das steht damit, und Methodenkompetenz und so, ja. All das brauche ich und Wissen kann ich mehr googeln, wenn ich es brauche. So, das ist eine typische Vorstellung, die falsch ist. Ja? Und deswegen habe ich hier einen Beitrag schreiben dürfen für die Zeitschrift Pädagogik. Und ich hatte hier so ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich habe das Ganze auf Gedächtnismodelle und Cognitive Load Theory und hier unten Dateninformationen, Wissenhierarchie, habe ich so ein paar Modelle angeführt und darauf begründet, warum das falsch ist. So. Ich hatte aber irgendwie das Gefühl, ich habe so Scheuklappen auf. Also ich habe geguckt nur so aus meiner Ecke und es gibt aber wahrscheinlich noch tausend andere Dinge dazu, die es zu sagen gibt. Also was mache ich in solchen Situationen? Ich schreibe darüber meinen Blog, ich schreibe einen Artikel und lade andere dazu ein, einfach mal Ideen zu sagen, Brainstorming zu machen, Link zu posten, ihre Gründe zu nennen und so weiter. Ich habe darüber also gebloggt und dann ist Folgendes passiert. Also in meinem Blog haben 44 Leute kommentiert und wirklich tolle Kommentare dazu gepackt, Ideen, Argumente, Links. Auf Facebook habe ich das gepostet, hier in meinem eigenen Bereich oder auf der Gruppe Medienpädagogik. Da gab es zahlreiche Kommentare. Dann hier, wo war das jetzt hier? Ach, das war in Google Plus, genau. Da habe ich 57 Kommentare gekriegt mit zahlreichen Links. Und da hat der Martin Lindner das aufgegriffen in Google Plus auf seiner Seite. Und da gab es dann auch nochmal irgendwie 36 Kommentare. Also zahlreiche Dinge. Ne? Und natürlich kann man das nicht alles in der Kürze der Zeit verarbeiten. Das kommt darauf an, wie viel Zeit man hat. Okay. Aber ich habe mir dann die Dinge rausgepickt, wo ich gesagt habe, oh, das ist aber interessant, das könnte ich jetzt verwenden und das muss ich unbedingt aufgreifen und so und habe das mit in den Artikel genommen. Und ja, ein Artikel ist rauskommt, erscheint jetzt im Pädagogikheft 7.8 und natürlich sind all diese Personen auch darin erwähnt. Ja? Und wir haben letztlich jetzt einen, wenn man so will, wissenschaftlichen Artikel produziert, der zum Teil mitgetragen wird von meinem Netzwerk, das ich angezapft habe. Ja? Das ist auch eine sehr schöne Möglichkeit, gemeinsam Wissenskonstruktion zu betreiben. Das ist genau das Beispiel, das ich vorhin gesagt habe. Also man versucht, andere anzuleiten oder Impulse zu geben, aufzufordern, mitzumachen. Grund Nummer 8, und damit komme ich fast zum Ende, ist die Mitmacherakquise. In unserer Forschungsgruppe Playgroup schreiben unsere Forschungsideen einfach online. Also man hat so tagsüber irgendwelche Forschungsideen, die schreibt man einfach online. Man kann eh nicht alle verfolgen, die man hat. Und stellt sie hin, in dem Sinn, wer Lust hat, so eine Frage zu verfolgen, wer die gleiche Frage hat, kann sich bei uns melden und mit uns mitmachen. Und das ist tatsächlich auch schon mehrfach passiert. Also es ist jetzt kein theoretisches Konstrukt, nach dem Motto, wir stellen es da rein und gucken mal und es kommt keiner. Vor einiger Zeit kam Christina Lucius und hat gemeint, da ist so eine Frage zu den Hörsaalspielen. Das interessiert sie sehr. Und sie würde sich gerne mit dieser Frage weiter befassen, was dazu geführt hat, dass sie jetzt über einen langen Zeitraum sich wirklich intensiv in ihrem Weblog mit Hörsaalspielen, mit dem Spielbegriff, mit Spielen, mit Game-Based Learning und so weiter, allen möglichst auseinandergesetzt hat, Theorien beschrieben hat, durchdrungen hat, reflektiert hat, zusammengestellt hat für alle. Und ja, das ist ein Beispiel, Mitmacher zu akquirieren über Öffentlichkeit. Ne? Also Social Media wirkt ja so, ich schreibe Dinge, die ich mache, die mich interessieren, öffentlich auf, damit andere, die ähnliche Interessen haben, mich finden und gemeinsam mit mir kooperieren können. So, Grund Nummer 9, being famous. Ein Grund, öffentlich zu sein, ist, weil man dadurch berühmt werden kann. Und weil das ein Feld ist, in dem es sich auch gut anfühlt, berühmt zu sein. Jetzt werden die einen oder anderen vielleicht denken, oh, das darf man aber nicht denken. Ja. Oder wenn man es denkt, darf man zumindest nicht sagen oder so. Das ist kein ehrenvoller Grund, ja, berühmt sein wollen. Also aus meiner Sicht ist es so, es spielt eine Rolle in der Wissenschaft. Ja. In der Wissenschaft will man auch bekannt sein. Und wenn das so ist, dann soll man das bitte auch sagen dürfen. Also kann man ja ganz unemotional machen. Das ist einfach so. Und jetzt legen wir einfach mal alle Motive auf den Tisch. Und einer davon ist bekannt zu sein. Ja? Und das ist ja auch nichts, was irgendwie mit Online zu tun hat, sondern es war schon immer so. Ne? Wenn ich ein Lehrbuch geschrieben habe, so ein Lehrbuch, was zum Standardwerk wurde, ne? Dann habe ich das ja auch nicht als Wissenschaftler aus reiner Menschenfreude gemacht, sondern es ist einfach cool, wenn andere sagen, guck doch mal in den Spannagel auf Seite 17, ne? Da steht's. Also, das macht einen doch glücklich. Oder wenn irgendjemand einen wissenschaftlichen Artikel publiziert hat in einem Feld, in dem ich arbeite, dann wird der nicht erstmal gelesen, sondern erstmal nach hinten, zack, Literaturverzeichnis, guckt, werde ich denn zitiert. Ja? Und wenn ich nicht zitiert werde, dann ist das irgendwie schon doof, ja, weil er mich nicht irgendwie rezipiert hat. Ja?
Also Bekanntheit ist natürlich auch irgendwie ein Motiv in der Wissenschaft. Man will natürlich auch nicht einfach nur bekannt sein, sondern durch die Erfolge, die man hat und durch die Leistung, die man hat. Und wenn man Leistung erbringt und es kriegt keiner mit, ist es doch auch doof. Ja? Also, ich will ja was machen, ich will was leisten, ich will Erfolge haben und ich will die mit anderen teilen. Das heißt, ich will, dass die Erfolge auch in die Breite gehen. So. Und da ist das Web natürlich eine sehr gute Möglichkeit, wenn ich öffentlich arbeite, andere aufmerksam zu machen auf die Dinge, die ich tue, Breitenwirkung zu erzielen. Und auf der anderen Seite aber auch Input von außen zu kriegen. Ne? Wenn ich so ein berühmter Knoten in so einem Netzwerk bin, so ein richtig fetter Knoten, dann kriege ich viel Input von außen, den ich natürlich nicht alles komplett verarbeiten kann, aber die Dinge, die mich interessieren, die kann ich aufgreifen, habe auf einmal ein reichhaltiges Informationsumfeld, das ich aufgreifen kann und mich in meiner Arbeit bereichern. Und das bringt mich zum letzten Punkt. Stimulusgarantie, ja. Durch dieses Wirken im Netz habe ich eigentlich permanent die Garantie für Input von außen. Ich muss den ja nicht aufnehmen, aber die interessanten Dinge oder die Dinge, auf die ich gestoßen werde von außen interessant sind, die kann ich aufgreifen und die würde ich vielleicht sonst viel später mitkriegen. Nur mal ein Beispiel zu nennen, Flipped Classroom, das kannte ich überhaupt nicht. Ja. Ich habe das irgendwie gemacht und habe darüber geschrieben und gleich kam jemand und hat gesagt, guck mal, Flipped Classroom und andere gesagt, ja, da heißt es Inverted Classroom. Auf einmal hatte ich auf einmal Links noch und nöcher, mit denen ich mich befassen konnte, die ich vorher gar nicht kannte. Okay, Stimulusgarantie oder hier Informationsverarbeitung als Grundbedürfnis Jean-Paul Matteur. Ich bringe ihn einfach mal selbst zur Sprache, weil er dieses Konzept letztlich auch stark ausgearbeitet hat und weil er auch relativ öffentlich arbeitet, passt es ja. Ermöglicht er mich, mir hier ihn auch einfach mal einzubinden. Dass die Informationsverarbeitung bei Menschen, bei Organismen überhaupt, bei Lebewesen ein Grundbedürfnis ist, ein zentrales Bedürfnis. Und dass das Glück stark davon abhängt, in welcher Umwelt man sich befindet, welche Qualität die Stimuli haben. Also im Anblick zum Beispiel habe ich einiges zu kämpfen in verschiedenen Bereichen. Aber die intensive Verarbeitung von Informationen im Zusammenhang mit diesem philosophischen Kurs oder überhaupt im Internet versetzt mich permanent in Glückszustände, die mir erlauben, andere Dinge, die weniger angenehm sind, zu verkraften. Also die Bedeutung der Informationsumwelt wird unterschätzt. Und deswegen, wenn man immer sagt, ja, es ist zu viel Information im Internet, man kommt ja gar nicht so weit. Das war immer schon so, dass ein Überangebot an Informationen herrschte und dass der Einzelne sich die rauspickte, die gerade für seine Verarbeitungskapazität günstig waren. Und das Internet ist hervorragend. Man kann sich die Informationsverarbeitungswelten raussuchen, die einen glücklich machen. So. Ja, ich finde eigentlich, dass das ein schönes Schlusswort ist, oder? Insofern, ja, hier nochmal die 10 Gründe in der Übersicht und herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.